Jeder kennt sie, die Steuerbanderole, die an jeder Tabakdose dran ist. Immer wenn man sich eine kauft, denkt man sich, okay, da ist jetzt halt wieder eine Banderole drauf. Was bringt es überhaupt? Wie sich diese Banderolenpreise in den kommenden Jahren entwickeln werden, wer wie viel am Tabak verdient und auch was dahinter steckt, all das möchte ich euch heute näher erklären. Ich habe da jetzt eine Weile recherchiert und aus dem Grund stelle ich mich mal zur Seite, weil ich habe nämlich auch eine Präsentation vorbereitet. Ihr seht schon hier, Tabakgesetz 2021 featured Shisha for Everyone. Ich erzähle euch heute, was da jetzt genau beschlossen wurde im Bundestag. Angefangen mit der Modernisierung des Tabaksteuergesetzes. Die Grundproblematik, die halt besteht aus Sicht des Staates, ist, dass die Shisha-Branche sehr stark gewachsen ist. Das zeige ich euch später noch in einem Schaubild. Und der Pfeifentabak fällt unter dem Shisha-Tabak. Also das heißt, der Pfeifentabak ist die Überkategorie und der Shisha-Tabak fällt da mit rein. Das heißt, wir müssen schauen, wie betrifft diese Modernisierung des Tabakgesetzes den Pfeifentabak. Eine wichtige Erkenntnis aus diesem Dokument, was ich einfach mal erwähnen wollte, war, dass Substanzen im E-Zigarettenbereich einfach nicht besteuert werden. Das verstehe ich auch nicht so ganz, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Jetzt zeige ich euch das Schaubild über das Wachstum der Branche. Ihr könnt hier von 2002 bis 2020 die Daten sehen in Millionen. Das heißt, wir haben hier 2002 86 Millionen Euro Umsatz und dann haben wir 2020 1052 Millionen. Also der Anstieg ist rasant und ich habe ihn nochmal nachgefragt bei Nino von Holster und er hat gesagt, dass es 2021 auch nochmal ordentlich abging. Dementsprechend kann ich da mal vermuten, dass es da ähnlich gewachsen ist. Was genau passiert jetzt mit diesem Tabakgesetz? Ab dem 1. Januar 2022 tritt eine Änderung in Kraft. Und wie diese Änderung aussieht, zeige ich euch jetzt. Bevor ich die euch aber zeige, möchte ich euch erstmal ein bisschen was zu Tabak erklären. Wie sieht das Ganze aus? Wie setzt sich letztendlich so ein Tabak zusammen? Von der Marge her, ich persönlich habe einen BWL-Hintergrund, deswegen würde ich euch das gerne, oder sage ich das euch gerne nochmals. Man hat quasi eine Marge von 30%, das heißt 30% von, sage ich mal, nachher 18 Euro verdient dann wirklich der Hersteller, beziehungsweise er verdient es nicht wirklich, nur wenn ihr bei ihm direkt kauft, verdient er es. Wenn er beispielsweise einen Großhändler verkauft, der Großhändler verteilt an den Shop, dann teilen die sich natürlich die Marge auf, das ist auch klar. Und ihr könnt hier schon sehen, in Orange, die Tabaksteuer beinhaltet ca. 31%, die Mehrwertsteuer 19%. So kommen wir dann auf glatte 50% an Steuern für so einen Tabak. Das ist schon sehr, sehr wild. Wir rechnen es gleich noch genauer aus. Und die Produktion lässt sich so zwischen 3 und 4 Euro einstufen. Was genau ist jetzt eigentlich dieses Tabaksteuergesetz? Wie bemisst sich das Ganze? Man hat 15,66 Euro für ein Kilo Tabak an Steuern. Okay, das halten wir jetzt mal so fest. Dann haben wir den UVP, also die unverbindliche Preisempfehlung. In meinem Beispiel gehe ich immer von 18 Euro aus, weil das jetzt eigentlich, sage ich mal, mittlerweile ein regulärer Preis geworden ist. Und auf diese 18 Euro zahlt ihr nochmal zusätzlich 13,13% Steuern drauf. Außerdem kommt noch die Mehrwertsteuer obendrauf. Das heißt, auch nochmal mehr Steuern, wie ich es ja gerade schon gezeigt habe. Der Steueranteil ist wirklich heftig bei diesem Produkt. Beispiel aktuell, wie sieht es jetzt aus? Ich kaufe mir eine Dose für 18 Euro. Jetzt muss ich natürlich diese 15,66, die auf 1 Kilo bemessen sind, auf 200 Gramm runterbrechen. Deswegen mache ich hier den Faktor 0,2 drauf. Dann habe ich hier die UVP von 18. Da machen wir dann letztendlich diese 13,13% drauf und so kommen wir auf Tabaksteuern von 5,50. Wir kommen auf Mehrwertsteuern von den 18 Euro, die 3,40 sind und das heißt insgesamt 3,90 an Steuern. Jetzt fällt mir gerade auf, dass diese Version nicht die aktuellste ist und deswegen kommt ein kleiner Cut. Okay. Ich bin wieder zurück, es war doch die aktuelle Präsentation, ich hatte nur was falsch im Kopf. So berechnet sich also der Tabakpreis und jetzt ist die Frage, was ändert sich denn überhaupt? Dazu jetzt mehr und zwar, ihr seht schon, 2022 15 Euro zusätzlich pro Kilo.
Das heißt, wir zahlen dann nicht mehr die 16 Euro circa, sondern wir zahlen dann etwas mehr als 30. In den Folgejahren haben wir noch leichtere Erhöhungen, also 2022 ist vom Sprung her der größte, danach geht es von 15 auf 19, von 19 auf 21, von 21 auf 23. Am Ende des Videos habe ich auch noch eine Tabelle, wie sich das alles verändert, aber jetzt möchte ich euch erstmal wirklich sagen, wie wirkt sich das dann auf den Preis aus, den du am Ende zahlen musst. An der Stelle möchte ich noch gesagt haben, lasst gerne schon mal ein Like oder ein Abo da, wenn dir das Video gefällt. Ich mache alles rund zu Pfeifen, aber jetzt geht's weiter mit dem Tabaksteuergesetz. Rechenbeispiel für 2021, wie sieht das Ganze aus? Ich gehe in den Laden, ich kaufe mir eine Tabakdose, 200 Gramm, 18 Euro. Ich zahle dann letztendlich 98 Steuern, wie gerade gesagt, UVP 18 Euro. 2022 sieht das Ganze jetzt anders aus. Ihr könnt schon sehen, hier in Rot 15 Euro plus 15,66. Das Ganze ist aufs Kilo bezogen. Ich mache wieder Faktor 0,2. Ich zahle jetzt hier in Summe schon 3 Euro mehr an Steuern. Das heißt, wenn ich jetzt wenn alles gleich bleibt, nur die Steuern werden draufgeschlagen, bin ich jetzt bei 21 Euro. Ich gehe aber davon aus, dass da noch Mitarbeiterkosten, Logistik wird ansteigen. Also die Kosten sind jetzt wirklich nur kalkulatorisch. Ich glaube, im Endeffekt wird es noch ein Stückchen höher ausfallen. Für 2023 das gleiche Spiel. Wir haben jetzt hier die 15,66 als Basis plus 19 Euro. Das heißt insgesamt, wir kommen jetzt hier nicht mehr auf 3,02 Euro wie gerade schon, sondern auf 3,72 Euro. Aus dem Grund ist der UVP nochmal um 70 Cent angestiegen. Und es geht noch so weiter. In 2024 haben wir jetzt eine UVP von 22,20 Euro. Wie gesagt, alles nur jetzt rein kalkulatorisch. Im Prinzip wird es dann alles noch ein bisschen anders, weil dann die UVP höher wird. Wenn die UVP höher wird, wird auch die Mehrwertsteuer höher. Also es ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Diese Preise hier sind wirklich, sag ich mal, rein kalkulatorisch, um es euch zu veranschaulichen. Apropos Veranschaulichung, hier jetzt nochmal die Übersicht von 2021 bis 2024. Ich habe hier jetzt nicht nur die 200 Gramm Packung reingepackt, sondern auch die 1 Kilo Packung. Ist auf jeden Fall saftig, knaftig, wie die ansteigt. Da macht der Staat nur ordentlich. Oh ja, das schmeckt ihm. Falls ihr euch selber über dieses Thema informieren werdet, ich gebe meine Quellen an. Also ich schreibe die gerne in die Videobeschreibung mit rein. Dann könnt ihr da gerne mal selber drüber lesen. Und ihr könnt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Für mich persönlich als leidenschaftlicher Shisha-Raucher wird es immer teurer, für euch wahrscheinlich auch. Eine traurige Geschichte, aber was willst du machen? Das ist halt umso wichtiger, meiner Meinung nach, in Zukunft vor allem die richtigen Sorten zu kaufen. Fehlkäufe tun immer mehr weh, je teurer das Ganze wird. Aber ich würde sagen, wir lassen uns nicht unterkriegen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne Feedback da.